Eine distale Radiusfraktur ist ein Bruch des Handgelenkes, insbesondere der Speiche, körperfern, das heißt am Handgelenk. Häufig nach Sturz, aber auch nach Hochrasanztrauma. Es kommt zur Verschiebung der Gelenkfläche, in der Regel nach hinten, nach streckseitig. Und die Stellung von dem Handgelenk und den Handwurzelknochen ist aufgehoben. Dieses sollte so nicht bleiben und müsste wieder eingerichtet werden mit einer Operation oder ohne eine Operation. Das hängt vom Knochenbruch drauf ab. Aber wichtig ist, dass die Anatomie wiederhergestellt wird, damit die Arthrose später, das heißt die Abnutzungserscheinungen und Schmerzen, nicht so ausgeprägt sind.